So, wir begrüßen Sie zum ersten Alnav Support Webinar. Das Thema wird sein GNSS-Vermessung ohne Internetverbindung. Und der Referent ist Peter Wittmer. Sie können im Laufe des Webinars Fragen eingeben in dem seitlichen Panel, die wir anschließend zusammenfassen und beantworten werden. Ich übergebe damit an meinen Kollegen. Okay, danke schön, Martin. Hallo miteinander, auch ich begrüße euch zu meinem ersten Webinar. Ich habe sogar das allererste Webinar vom Alnav Support Team durchzuführen. Worum geht's? Ich nehme an, dass jeder oder die meisten Teilnehmer von dem Webinar schon mal GNSS-Messungen hätten durchführen müssen an einem Ort, wo es keinen oder nur sehr schlechten Handyempfang gegeben hat. Wegen dem schlechten Handyempfang hat er dann keine Internetverbindung anbekommen und auch somit keine Echtzeitkorrekturdaten von Swippos können beziehen. Und das wiederum hat bedeutet für euch, dass der keine Zentimeter Positionsgenauigkeit im Feld anbekommen hat. Um das Problem habe ich eine Lösung und das werde ich jetzt euch in meinem Webinar zeigen. Die Lösung besteht aus folgenden Punkten. Zuerst brauchen wir einen neuen GNSS-Vermessungsstil, der nur durch die Rohdaten aufzeichnet. Und nachher könnt ihr Punkte ganz normal messen, wie ihr das gewohnt seid. Und zwar mit einer 5-Sekunden-Messung. Anschließend, nachdem ihr eigentlich eure Punkte noch gemessen habt, eure Leitungen und so weiter, könnt ihr nachher ins Büro gehen. Und nachher haben wir Bürosoftware Trimble Business Center. Und mit der können wir dann die Rohdaten auswerten. Voraussetzung, damit das auch klappt, ist eigentlich, dass ihr im Feld nur Punktaufnahmen machen. Wenn ihr auch Punkte abstecken, also aufsuchen, dann braucht ihr zwingend Echtzeitkorrekturdaten. Entweder über das Internet oder über eine Funkverbindung zu einer Referenzstation. Also, aber ich nehme an, die jetzt da sind, sind sicher interessiert an Punktaufnahmen und darum zeige ich jetzt euch die Lösung. Also, ihr seht hier jetzt den Bildschirm von der Feldsoftware Trimble Access. Als erstes tue ich jetzt, wie gesagt, einen neuen Vermessungsstil erstellen. Für das gehe ich in die Einstellungen hinein und dann zum Vermessungsstil-Menü. Hier haben wir jetzt ja schon den ersten Vermessungsstil, RTK. Das ist euer Standard-Vermessungsstil, den ihr ja braucht, wenn ihr mit Internet im Feld messt. Und jetzt machen wir einen neuen Vermessungsstil, mit unten links auf Neu klicken. Dann nenne ich jetzt einmal Rohmessungen. Stiltyp natürlich auch GNSS. Jetzt muss ich noch ein paar Einstellungen vornehmen. Zuerst gehe ich in die Rohbaroptionen rein, zuoberst, und muss den Vermessungstyp ändern. Das ist eben nicht RTK, sondern jetzt in unserem Fall ist es NV-kinematisch. NV-kinematisch heisst so viel wie Nachverarbeitung kinematischer Messungen. Gut, hier seht ihr auch schon ein paar Einstellungen, die gemacht sind. Wir haben das Aufzeichnungsintervall von einer Sekunde. Das ist okay. So können wir eigentlich immer messen. Und die Höhenmaske und PDOB-Maske, die sind auch ein guter so. Dann rechts haben wir hier das Aufzeichnungsgerät. Das ist der Controller. Das heisst, wir wollen unsere Rohmessungen dann direkt auf dem Controller speichern und nicht im GPS-Empfänger. Somit müssen wir eigentlich nur noch da unten die Antenne auswählen. In meinem Fall habe ich jetzt hier ein R8S dabei
du den auswählen und ich werde dann draußen mit einer Standardantennenhöhe von 2 Meter messen. Auf der letzten Seite noch einen kurzen Kontrollblick, ob auch wirklich alles angehügelt ist, was wir brauchen. Also auch GLONASS und GPS L2C Signal, wenn wir empfohlen. Gut, dann können wir das so akzeptieren und gehen wir zum nächsten Menü zum Einstellen. Basis haben wir ja kein im Feld, also das überspringe ich schon mal und ich gehe direkt zum topografischen Punkt. Hier innen tue ich das Häkchen setzen, damit man die Messung immer automatisch speichert. Und auch hier seht ihr, das kennt ihr, dass er für jede Punktmessung ja 5 Sekunden aufzeichnet. Und das ist gut so. Also können wir das auch so akzeptieren. Als letztes zum Einstellen oder zum Kontrollieren gehen wir zu den NV-Initialisierungszeiten. Die Zeiten, die ihr hier seht, die sagen aus, wie lange der GNSS-Empfänger Satellitenkontakt muss haben, damit später im Büro dann erfolgreich die Punkte ausgewertet werden können. Und in der Regel haben wir ja immer mehr, also mindestens 6 Satelliten, die wir sehen. Also seht ihr hier, steht hier der Wert 8 Minuten. Das bedeutet, mit 6 und mehr Satelliten muss ich mindestens 8 Minuten auf eine Messung am Laufen haben, bevor ich wieder alles zusammenpacken und verräumen kann. Das müsst ihr jetzt einfach so im Kopf behalten, das ist wichtig. Und wir gehen hier auf Enter, akzeptieren. So, so hätten wir jetzt eigentlich schon unseren Vermessungsstil eingestellt und ich gehe hier auf Speichern. Okay. Die Einstellungen sind gemacht und ich bin jetzt bereit für eine neue Vermessung. Also ich eröffne hier ein neues Projekt. Nennen wir das Roh, das Datum mit Rohmessungen. Das Koordinatensystem lasse ich jetzt hier mal auf 1195 eingestellt. Das ist jetzt hier eigentlich nicht wichtig, was wir eingestellt haben, weil wir ja eh alles im Büro dann auswerten. Aber schlussendlich haben wir im Büro dann eh 1195 Koordinaten. Und damit wir ein bisschen auf das eingestellt sind, lasse ich das auch gerade so eingestellt. Gut, den Job haben wir eröffnet. Und ich habe meine Satelliten, ich habe 15 Satelliten. Gut, und ich kann jetzt meine Vermessung starten. Ohne Internetverbindung. Für das habe ich jetzt hier meinen neuen Vermessungsstil, Rohmessungen, klicke dort drauf und dann auf Punkte messen. Also, die Vermessung ist jetzt gestartet. Ich gebe hier meinen Punktnamen an, 1 zum Beispiel, und wie ihr jetzt hier unten seht, steht hier PPK nicht initialisiert. Und ein Initialisierungswert von einem Countdown. Und der läuft oben abends zu. Von 8 Minuten zählt er oben zu runter. Also wenn der Countdown eigentlich abgelaufen ist, haben wir die 8 Minuten, die es mindestens braucht, laut Trimble, haben wir im Kasten. Und wir können dann auch noch die 8 Minuten weiter einmessen, frisch fröhlich. Oder wir können dann auch die Vermessung beenden. Also. Ich habe jetzt hier meinen Punkt definiert und ich sage messen. Und jetzt, wie ihr seht, wie gewohnt, misst ihr jetzt die 5 Sekunden und tut die Beobachtung speichern. Und so gehe ich jetzt zu meinem nächsten Punkt und tue meine Leitung, wie gewohnt, aufnehmen. Also ich messe da nochmal einen Punkt. Genau, so. Damit ich jetzt da nicht noch die 6 Minuten muss warten, habe ich schon mal ein bisschen vorgegriffen. Ich habe einen anderen Tag schon mal Messungen gemacht, wo ich dann auch schön brav die 8 Minuten abgewartet habe. Das mache ich jetzt nicht. Ich tue jetzt hier die Vermessung beenden. Und da seht ihr dann auch, was kommt. He? Die Meldung,
damit er die 8 Minuten noch im Kasten hat. Das tue ich jetzt eigentlich so auch akzeptieren, weil ich eben, wie gesagt, schon an einem anderen Tag mal Messungen gemacht habe. Empfänger abschalten, ja, das können wir machen. Wir sind jetzt so quasi fertig mit unserer Vermessung. Gut. So, und jetzt würdet ihr ja ins Büro fahren, würdet dann euren Controller am PC anschließen und dann habt ihr eure Daten, die ihr ja jetzt weit rausholen aus dem Controller. Und für das gehe ich jetzt hier auf Dateien. Da sehen wir dann den Benutzerordner. Und hier innen drin seht ihr jetzt einerseits meinen Job. Und dann habe ich noch die Messdatei T02. Und die ist essentiell, weil genau diese Datei brauche ich, weil hier meine Rohmessungen drin sind. Im der Jobdatei, die brauche ich eigentlich nicht mehr im Büro, weil da habe ich nur Nährungswert. Und die brauche ich nicht. Die habe ich auch in der T02-Datei gespeichert. Und wie ihr seht, habe ich hier noch eine zweite Datei. Hier oben. Das ist jetzt eben die Messung, die ich vor ein paar Tagen schon mal gemacht habe. Und ich tue jetzt im Büro eigentlich mit dieser Datei weiterfahren. So. Das heisst, im Büro sind wir und jetzt brauchen wir unsere Bürosoftware. Das wäre jetzt das Trimble Business Center. Das habe ich jetzt hier schon mal gestartet und ich habe hier meine Rohmessungen. Ich klicke sie an und ziehe sie mit Drag and Drop, ziehe ich die dann hier ins TBC rein. Da seht ihr auch, ich habe 3 Punkte gemessen. Die sind alle im gleichen Ort gesehen. Der erste Punkt habe ich gerade am Anfang gemessen, wo ich die Vermessung gestartet habe. Der zweite Punkt habe ich etwa nach 4 Minuten erfasst. Und der dritte Punkt habe ich nach Ablauf von diesen 8 Minuten auch noch aufgenommen. Also werden wir jetzt nachher 3 Punkte auswerten, wo wir eigentlich schlussendlich am gleichen Ort liegen müssten. Nach der Korrektur mit den Basisdaten. Also, dann kann ich da OK sagen und ich sehe hier jetzt auch schon meine 3 Punkte. Die liegen noch nicht am gleichen Ort, aber das wird sich jetzt gleich ändern, sobald ich Basisdaten habe. So, Basisdaten, gutes Stichwort. Für da muss ich jetzt ins Internet gehen. Im Büro habe ich ja Internet. Und da haben wir Swipos Homepage. Und da könnt ihr eure Basisdaten generieren. Das heisst, jeder Kunde von euch, der eine Swipos-Lizenz hat, die ihr braucht, für im Feld RTK-Messungen zu machen, der hat automatisch auch ein Login. Und für das könnt ihr hier dann auf Login gehen. Und bei der Organisation ist euer Firmenname. Aber das habt ihr auch in einer E-Mail von der Swisstop mal bekommen, wie das genau definiert ist, die Organisation. Der Benutzername muss ich da, jawohl, 406 und das Passwort, das muss ich schnell nachschauen, das gebe ich euch natürlich nicht an. So, da haben wir da, Passwort eingeben und ich logge mich da ein. So, ich bin eingeloggt. Und jetzt gehe ich in Rinex Shop auf der linken Seite und mache eine neue Bestellung. Jetzt habe ich die Auswahl zwischen einer bestehenden, also fixen Agnes-Station oder ich kann mir eine virtuelle Station generieren. Und virtuell ist ja eigentlich besser, weil die ja auch sehr nah an eurem Messgebiet liegt. Und darum werden wir jetzt auch in diesem Fall eine virtuelle Station generieren, die in unmittelbarer Nähe von meinen Messungen ist. Also klicke ich hier drauf. Und jetzt fragt er mich nach den Koordinaten, und zwar in Länge, Breite. Und das muss ich jetzt auf TBC nachschauen. Ich habe hier meine Punkte. Ich nehme jetzt hier den mittleren Punkt, den Punkt 2, und sehe hier bei den Eigenschaften auf der rechten Seite die Koordinaten. Also nehme ich die Koordinaten und tue die
hier eintippen. Und zwar in dem Format, das ihr hier unten in dem Beispiel seht. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Also kann ich das auch gerade übernehmen. Und bei der Länge kann ich das auch eintippen. Also es muss nicht auf fix beliebige Kommastellen angegeben werden. Also zwei Kommastellen, das reicht. Und bei der Höhe haben wir hier auch im Business Center haben wir hier 437 Meter rund. Kann ich hier eintippen. So, also Position von meiner Referenzstation habe ich jetzt hier angegeben und ich gehe jetzt auf Weiter. Jetzt fragt sie mich natürlich, wann habe ich die Messungen gemacht? Und die Messungen muss ich auch hier nachschauen. Wenn ich jetzt hier auf T02-Datei klicke, die ich importiert habe, sehe ich hier eine Start- und Endzeit. Und das ist jetzt ganz wichtig. Hier steht grundsätzlich immer unsere Schweizer Zeit. Was ihr aber braucht, ist die Zeitzone in UTC, also wo wir keine Zeitverschiebung haben. Für das muss ich in den Einstellungen kurz die Einheiten ändern von der GPS-Zeit und setze nicht auf lokal, wo wir eine Stunde haben, sondern auf UTC mit 0. Und so habe ich jetzt auch hier eine andere Zeit, eine Stunde früher. Und das brauche ich jetzt für den Beobachtungszeitraum. Also wir haben hier den 26. Oktober. Startzeit ist um 8 Uhr am Morgen. Und die Dauer kann ich hier ablesen. 9 Minuten. Dann sind wir grosszügig, dann wir auf 10 Minuten aufrunden. Und Intervall habe ich wie im Vermessungsstil definiert, jede Sekunde ja, eine Aufzeichnung gemacht. So gehe ich weiter und jetzt sehe ich hier, habe ich hier meine Bestellung und das kostet mich 0 Franken. Und das ist so, wenn ihr eine Swipos-Lizenz habt, habt ihr ein Guthaben von 2000 Franken im Jahr. Das heisst, eine Datenminute, die ihr runterladen wollt, der kostet 50 Rappen. Würde 50 Rappen kosten, wenn ihr keine Swipos-Lizenz hättet. Aber da ihr ja Swipos-Lizenz habt, habt ihr 2000 Franken zu gut, das wären dann 4000 Datenminuten. Und das, wenn ihr das eigentlich aufgeschöpft, erschöpft habt, erst ab dann würde es euch dann kosten. Aber das sind sehr viele Minuten und das habe ich auch noch nie aufgebraucht. So. Also, dann gehe ich hier auf Weiter und ich werde die Daten gerade abladen im Rhinex-Format. Und jetzt sage ich hier Generiere Daten. Das geht je nach Größe, kann das ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Auch hier tue ich jetzt ein bisschen vorziehen. Sobald direkt die Generierung abgeschlossen ist, könnt ihr hier auf Herunterladen tippen. Und auch das habe ich schon mal in der Vergangenheit generiert, die Basisdaten, habe sie auch schon abgeladen. Und darum zeige ich auch hier die direkt euch zeigen. Ich habe hier meinen Ordner, meine ZIP-Datei und darin habe ich meine Rhinex-Daten. Ich markiere die drei Dateien und auch wieder hier mit Drag and Drop ziehe ich die ins Business Center rein. Da habe ich wieder die Information. Ich könnte jetzt die auch, wenn ich will, umbenennen in virtuelle Referenzstation. Und ich sage okay. Und jetzt seht ihr, habe ich hier meine Referenz und habe eine Basislinie zu meinen drei Punkten. Und wie ihr seht, habe ich die etwa 200 Meter nebenan gesetzt. Durch das ich auch meine Koordinaten länger breite nicht bis auf 5 Kommastellen angegeben habe. Ich sehe nicht ganz bei den Punkten, aber mit 200 Meter rund ist das immer noch sehr gut. Weil alles, was innerhalb von 20 Kilometern liegt, ist sehr gut. Also von dem her haben wir unsere Basis hier ideal platziert. So, und jetzt
muss ich dann nur noch auf Basislinien verarbeiten klicken. Das rattert durch. Tut mir jetzt die drei Punkte auswerten und ich habe dann hier den Lösungsstatus fixed. Und fixed brauche ich eigentlich, damit ich auch eine gute horizontale Genauigkeit erreiche. Und auch das sehe ich hier, das ist relativ zu verstehen, habe ich hier unter einem Zentimeter Genauigkeit von der Basislinie bekommen. Sobald ich das speichere, die Verarbeitung, tut man Koordinaten neu rechnen. Und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt hier reinzoome, liegen hier die Punkte jetzt sehr nah beieinander. So, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sind die Auswertungen in Business Center, die sind immer in 1195. Also die Basisdaten, die ich bekomme von der Swisstopo, das sind 1195 Daten und darum habe ich meine Daten hier in 1195. Was ich jetzt mache, ist, die drei Punkte exportieren in einer CSV-Datei, sprich eine Excel-Datei. Und mit dieser Datei kann ich dann mit dem Dienst Reframe kann ich dann die Koordinaten von 1195 in 1103 transformieren, wenn ich das will. Und in meinem Fall will ich jetzt das. Also tue ich die drei Punkte markieren und gehe hier auf Exportieren. So, jawohl, drei Punkte habe ich ausgewählt. Ich möchte genau das Format haben, CSV, und sagen wir exportieren. So, gut, das hätten wir. Jetzt habe ich hier im Internet das zweite Register offen. Das ist Reframe. Und hier folgt mir jetzt noch meiner Koordinatendatei. Und das ist jetzt eben die CSV, die ich jetzt gerade exportiert habe. Kann ich jetzt hier auswählen. Und Webinar, genau, habe ich hier meine CSV-Datei. Ich tue die öffnen. Und jetzt fragt er mich, was ist der Input? Das ist 1195 und somit Output 1103. Und bei der Höhe habe ich LHN95 Höhen bekommen, später aber LN02 Höhen. So, ich habe meine Datei ausgewählt, ich habe Inputs, Outputs definiert und ich kann auf Berechnung starten klicken. So, die ist in Arbeit, die Transformation. Das haben wir jetzt geschafft. Ich habe die Datei, Output-Datei. Ich mache Rechtsklick, Zielspeichern unter. So, nennen wir die Webinar 1103. Speichern. So, wenn ich jetzt hier die Datei öffne, habe ich jetzt hier meine drei Punkte in 1103 Koordinaten. Und jetzt habe ich noch einen Vergleich angestellt, wo ich das vorbereitet habe. Das wäre, würde ich jetzt auch gerade zeigen, ein Vergleich mit einer Referenz. Und hier seht ihr jetzt die drei Punkte, die ich rausbekommen habe, verglichen mit meiner Referenz. Und hier seht ihr eigentlich, dass die Abweichungen sehr klein sind. Also RTK-Genauigkeit. Ihr seht auch, dass jeder Punkt eigentlich am Anfang, Mitte und am Ende hat sehr gute Resultate geliefert. Ja, so habe ich jetzt die Punktmessungen im Feld roh erfasst, mit dem Business Center im Büro verarbeitet und habe jetzt hier meine pfannenfertigen Koordinaten und kann jetzt die auch importieren in mein GIS und kann mit denen weiterfahren. Das wäre es jetzt eigentlich von meiner Seite gesehen. Und jetzt habt ihr vielleicht noch Fragen. Und schauen wir jetzt gerade mal, ob wir da ein bisschen Fragen bekommen haben.
Also die erste Frage, die gestellt wurde, ist, bekommen wir bessere Resultate, wenn wir länger als 5 Sekunden messen? Jawohl, wie ihr gesehen habt, würde ich jetzt sagen, nicht. Also ich nehme an, ihr habt ja auch im Feld, habt ihr eh das Interesse gehabt, RTK zu messen, sprich, die wären die rausgegangen mit einer 5-Sekunden-Messung normal, eure Punkte einmessen. Und das haben wir jetzt auch mit meiner Methode auch gemacht und wir haben eigentlich genau, wenn nicht sogar bessere Resultate bekommen. Also von dem her müssen wir nicht länger als 5 Sekunden messen, das bringt nichts. Außer die geht dann in den statischen Bereich rein, wo dann mehrere Stunden dort auf dem gleichen Punkt stehen, damit ihr dann sogar Millimeter Genauigkeit hinbekommt. Die nächste Frage werden wir sicherlich im Anschluss nochmal dann an den Vertrieb weiterleiten. Frage ist, wie viel kostet eine TBO-Lizenz Light? Ich glaube, da werden wir die Interesse haben, die nehmen gerne mit uns Kontakt nochmal telefonisch oder per Mail auf, sodass wir die Fragen dann individuell beantworten können. Dann haben wir eine weitere Frage. Da heißt es, was kann gemacht werden, wenn die Basislinienverarbeitung nicht gefixt werden kann? Jawohl, da kann ich euch zeigen. Da müssen wir ins Business Center zurück. Also wenn wir hier unsere Punkte haben, ich muss gerade mal die Verarbeitung rückgängig machen. So. Seht ihr hier auf der linken Seite, seht ihr Besetzungen. Und da habe ich, muss ich nochmal das Untermenü klicken, da habe ich meine 3 Basislinien. Und wenn ich hier auf Rechtsklick, auf Editor gehe, dann sehe ich hier eigentlich über den Zeitraum von meiner Messung, also die 5-Sekunden-Messung, sehe ich eigentlich, ob es hier irgendwelche Störungen gehabt hat. Also wenn jetzt hier irgendetwas gestört hätte, Signal, könnte ich jetzt diesen Ausschnitt deaktivieren. Also entweder tue ich gerade den ganzen Satellit deaktivieren, wenn ich hier hinten auf die Zahl klicke, dann ist das grau, oder ich habe hier mit der Maus einen bestimmten Ausschnitt, wo ich Unterbrüche drin habe, kann ich einfach ausschneiden. Und das kann ich bei all meinen Basislinien machen und dann kann ich wieder Verarbeitung starten und schauen, ob es dann besser wird. Aber sonst kann man nicht viel machen. Also was ich wichtig finde, ist sicher, dass der im Feld sicher die 8 Minuten draussen bleibt, um auf der sicheren Seite zu sein. Also die 8 Minuten, das ist ein Erfahrungswert von Trimble. Wenn die natürlich auch sagen, nein, 4 Minuten, das reicht, können die machen, aber Garantie, ob es dann auch wirklich funktioniert im Büro, hat er dann nicht. Also, darum lieber auf Nummer sicher gehen, möglichst lang draußen bleiben und ja, weil die beiden lieber nicht nochmal raus müssen gehen. Aber viel mehr Kontrolle haben wir natürlich nicht, weil im Feld draußen wissen wir nicht, ob es schlussendlich wird funktionieren. Wir wissen nur, wir haben jetzt unser Bestmögliches tun, wir haben die 8 Minuten eingehalten und alles andere, ja, sehen wir dann eigentlich erst im Büro, ob es irgendwie eine Störung gegeben hätte vor Ort, wo man vielleicht nicht gesehen hat. Gut, weitere Fragen haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Moment, es kommen noch einige rein. Die Frage wäre zum Beispiel, welche Trimble Access bzw. welche Survey Controller Version brauche ich? Ja, da ist eigentlich egal. Also die Funktion mit dem Vermessungsstil, das habt ihr in allen Versionen von Access und auch in der Vorgängersoftware, Survey Controller, könnt ihr diesen Vermessungsstil auch einrichten. Also braucht ihr nicht eine spezielle Version. Dann haben wir eine weitere Frage bekommen, und zwar müssen alle Punkte mit denselben Satelliten gemessen werden? Nein. Ich meine, Satelliten wandern ja,
Ich meine, die messen den Punkt und 5 Minuten später, wenn ihr immer noch messen seid, hat ihr eine andere Konstellation oben. Das ist es so und ich meine, das ist auch bei den Basisdaten so. Aber von dem her müssen wir sicher nicht zwingend immer die gleichen Satelliten sehen. Dann haben wir die nächste Frage bekommen. Dort heißt es, welche Version von Trimble Business Center braucht es dafür, um diese Auswertung durchzuführen? Auch hier, die Funktion, die gibt es meines Wissens schon seit am Anfang mit der Basislinienverarbeitung. Was einfach wichtig ist, die braucht die Advanced Lizenz oder heute heisst es neuerdings, glaube ich, Complete. Also wenn ihr nur eine Standardlizenz habt von Trimble Business Center, dann geht das natürlich nicht. Dann müsst ihr noch quasi ein Upgrade kaufen, um die Funktionalität zu bekommen. Gut. Da kommen keine Fragen mehr. Ihnen? Ja, da wir keine Fragen mehr bekommen haben, möchten wir uns natürlich erstmal bei allen Teilnehmern bedanken für die Teilnahme, die Zusage. Und wir wären auch sehr dankbar, wenn wir nachträglich noch Fragen nach dem Gespräch zum Beispiel mit Kollegen an die support@alnav-Adresse bekommen. Und wir werden die natürlich dann einzeln, individuell auch gerne beantworten. Okay, in dem Fall. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Werdet ihr wieder ein E-Mail bekommen von uns.